Herzlich willkommen, meine Freunde, zu All Elite Wrestlings nächsten und vorletzten Pay-Per-View in diesem Jahr, nämlich Full Gear. In Real Life ist es sogar der letzte Pay-Per-View. Bei uns gibt es natürlich in der Weihnachtszeit, in der besinnlichen Zeit, noch Killing the Business. Aber wir werden natürlich uns jetzt voll und ganz auf Full Gear konzentrieren und gehen in die Pre-Show rein. Und da sehen wir schon, freshly squeezed Orange Cassidy hat es dort mit Russ Meyers zu tun. Ganz unspektakulär, erstmal ein bisschen, um die Fans auch warm zu bekommen. Und wir sehen Orange Cassidy erstmal mit einer sehr guten Performance, sieht gut aus in diesem Match, aber hat auch eine 78er In-Ring-Leistung. Das ist fantastisch, das ist nicht immer so hoch, also das ist jetzt, weil er auch gegen einen schwächeren Gegner einfach sehr gut aussieht. Russ Meyers mit einer 30, aber trotzdem echt eine starke Leistung hier bei Full Gear. Da könnte er sich auf jeden Fall gut präsentieren, der, ich hoffe, junge Mann. Ich habe nicht auf sein Alter geachtet, als ich ihn angeheuert habe für Orange Cassidys Match, aber er sieht ja noch nicht so mega alt aus, ne? Der sieht so Anfang 30 vielleicht. In den jungen 30ern dürfte er sein, so wie seine In-Ring-Performance. Insgesamt ist eine 66, ist natürlich völlig okay für das allererste Warm-Up-Match hier bei Full Gear. Und natürlich gewinnt das Ding Orange Cassidy mit dem La Magistral. Und wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und da geht es mit Women's Action weiter und einer Dame, die wir vorher hier noch nie hatten. Shauna Reed, die haben wir schon mal gesehen, die hatte ihr Debüt erst gegeben, jetzt sogar bei einem Pay-Per-View gebucht. Und Paloma Starr, die sehen wir zum allerersten Mal. Und Paloma Starr mit einer 26 ist eine gute Performance, gefällt mir sehr gut. Shauna Reed auch, wie beim letzten Mal, gut performt gegen Ty J. Anna Jay mit einer 79, Tay Conti mit einer 75. Insgesamt 65, ein Pünktchen schlechter als Cassidy gegen Russ Meyers. Aber ja, wir sehen wieder hier ein gutes Match. Vor allem wieder Anna Jay, die nicht nur von ihrem Move profitiert, sondern auch wirklich gut aussieht. Deswegen kommt sie auch besonders gut weg, so wie Orange Cassidy auch. Ne, ein bisschen höher als normal ihre Performance, aber auch die beiden Damen hier als Local Talent, die natürlich das Match verlieren. Anna Jay pinnt am Ende Paloma Starr und aber auch die beiden machen hier einen guten Eindruck und das ist auch gut für die beiden, weil wenn das bei einem Pay-Per-View ist, werden vielleicht Promotions darauf aufmerksam und irgendwann sind die vielleicht in einem Handshake-Deal, ja? Oder vielleicht sogar einen festen Vertrag. Ist alles schon passiert? Nachdem Leute hier bei uns aufgetreten sind, sind einige schon ja, an gute Jobs gekommen. Manche haben diesen Job dann auch wieder verloren, aber alles in allem ist das auf jeden Fall, könnte das ein Kickstart für die Karriere sein oder ein kleiner Booster, wenn man schon länger im Business ist. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter, ist ein gutes Match gewesen, Ty J gewinnt und wir machen jetzt schon unser Nightmare Factory Match beim Pay-Per-View. Und danach haben wir noch ein Match, ein etwas wichtigeres Match. Deswegen kommt jetzt schon die Nightmare Factory in einem Three-Way-Tag-Team-Match. Und da sehen wir Top Flight auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir Sifa Fatu und Hikuleo gegen Shigehiro Iri und Rex Steiner. Also Iri und Steiner natürlich ein Powerhouse-Tag-Team. Fatu und Hikuleo nicht weniger Powerhouse, aber auch mehr in Richtung Brawling, während Iri und Steiner schon auch technisch einiges drauf haben. Und Top Flight das High-Flying-Team. Insgesamt eine 42 ist ein guter Wert. Und wir haben Dante Martin und Darius Martin mit einer 33 und 31. Hikuleo mit einer 37. Sifa Fatu 28, der Schwächste hier. Rex Steiner der Beste mit einer 54. Sifa Fatu war aber auch nicht gut drauf, deswegen auch hier der Schwächste im Bunde. Aber wird nicht negativ erwähnt. Rex Steiner 54, da wird natürlich erwähnt, dass Rex Steiner hier der beste Mann im Ring ist. Und Shigehiro Iri mit einer gesunden 36. Insgesamt alles in allem ein gutes Match, was am Ende Sifa Fatu und Hikuleo für sich entscheiden können. Und ausgerechnet Sifa Fatu fährt auch noch den Sieg ein. Der schwächste Mann im Ring. Ja, kann man ja vorher nicht wissen, dass ausgerechnet der eine dann einen schlechten Tag hat. Aber
guter Sieg natürlich hier für Fatu und Hikuleo. Topflight immerhin nicht gepinnt worden. Shigehiro Iri ein bisschen bitter. Und Rex Steiner muss hier auch eine Niederlage einstecken. Alles in allem bin ich aber mit den Performances, außer von Sifa Fatu, aber das kann man ja hier auf den Penalty schieben, bin ich eigentlich zufrieden, auch mit dem Gesamtrating. Und dann haben wir nochmal Tag Team Action. Nämlich SCU gegen Moonshine Mantel und Christian Casanova. Wir haben Frankie Kazarian 69, Daniels 66, Casanova 19 und Mantel mit einer 27. Daniels und Kazarian natürlich hyper erfahren, exzellente Chemie miteinander, gar kein Problem. Die Performance von Kazarian war ja ein bisschen herausragend. Weiß ich nicht, ist es 69 jetzt schon herausragend für Frankie Kazarian? Ich weiß ja nicht. Aber der Last Rites von Christopher Daniels beendet hier das Match gegen Christian Casanova. Und dann passiert aber noch ein bisschen was. Nämlich nach dem Sieg attackieren SCU die Local Talents. Kazarian und Daniels gehen hier auf Casanova und Mantel los, treten und schlagen auf sie ein, bis dann Scorpio Sky zum Ring kommt und seine Kollegen beruhigt und dazwischen geht, damit sie hier nicht zu viel Schaden bei den Local Talents anrichten. Und wir sehen, dass Kazarian und Daniels richtig angepisst sind, auch gegen Scorpio Sky gehen sie da ein bisschen, den gehen sie da verbal an, was der Scheiß denn soll, dass er sich jetzt hier einmischt, ja, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das Publikum Scorpio Sky bejubelt hat in der letzten Dynamite-Ausgabe. Und, es war Rampage, nicht Dynamite, es war Rampage. Und die Kollegen, Kazarian und Daniels aber, schon ordentlich Häme und Hass entgegengebracht bekommen haben. Hass ist vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber ein bisschen Disrespect, könnte man sagen, da man sowas gehört hat wie Daniels und Kazarian sucks, ja, während man Scorpio Sky aber zujubelt, obwohl das ja ein Trio ist und sie ja zusammengehören. War auch Scorpio Sky, hat man ihm auch angesehen, war ihm selber ein bisschen unangenehm, das Publikum, bei der letzten Rampage-Ausgabe. Und das hat sich auch abgefärbt jetzt hier. Ja, das gibt ein bisschen Stunk hier zwischen SCU. Wobei es sich alles noch in Grenzen hält, es gibt jetzt hier keine Handgreiflichkeiten oder so, aber verbal wird da schon ein bisschen geschossen. Und naja, Casanova und Mantel, so typisch falscher Zeitpunkt, falscher Ort für sie. Und wir sehen auch hier, dass beide komplett kacke waren in diesem Segment. Sowohl Moonshine Mantel als auch Casanova, aber auch Christopher Daniels hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, während Kazarian hier eine wirklich gute Leistung abgeliefert hat und Scorpio Sky auch. Also ich bin ganz froh, dass dieses Segment in der Pre-Show stattgefunden hat. Und jetzt steht eigentlich der Hauptshow doch nichts mehr im Weg. Und was haben wir für eine Card? Ja, ich habe gar nicht so viel verraten, was wir alles sehen werden. Aber natürlich, im Main Event werden wir das World Title Match sehen. MJF, The Devil's Worshipper, gegen Malakai Black um das höchste Gold. Könnte natürlich sehr spannend werden. Dann haben wir die Young Bucks, die ihre Tag-Team-Titel gegen Darby Allin und Sting verteidigen müssen. Wir haben Killer Kelly, die es mit Athena zu tun bekommt. Und wir haben natürlich auch das 3 gegen 2 Handicap-Match Bullet Club gegen Government. Also Adam Page, Adam Cole und Jay White werden auf Kenny Omega und AJ Styles im Handicap-Match antreten. Ja, ist auch ein bisschen brenzlig und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Die Pre-Show war in Ordnung und jetzt hoffen wir, dass die Hauptshow eines Pay-Per-Views würdig ist. Wir starten rein und wir starten mit einem sehr schlechten Segment. Muss man einfach mal so sagen, es ist ein furchtbares Segment. Ich weiß aber gar nicht, warum das so komplett daneben ist. Wahrscheinlich wegen Mackenzie Mitchell, aber egal. Brandi Rhodes und Mackenzie Mitchell eröffnen den Pay-Per-View. Underwhelming. Ja, underwhelming. Mehr möchte ich nicht sagen. Die Eröffnung ist wie auf einer Beerdigung. Also das Publikum ist sehr still an dieser Stelle. Aber sie eröffnen trotzdem. Und Brandi Rhodes merkt auch so ein bisschen, Mackenzie Mitchell, Pay-Per-View, erster Pay-Per-View für Mackenzie Mitchell. Also nee, eigentlich wurde sie ja schon ins kalte Wasser geworfen.
Ich glaube, das war sogar bei einem Pay-Per-View. Aber der erste, wo sie jetzt so richtig drin ist und Brandy merkt, ah, die ist ein bisschen nervös, ich übernehme mal besser das Wort. Und sehen wir dann hier auch, ne, neue Catchphrase direkt mal etabliert, die gute Brandy Rhodes. Kann man mal machen, wieso nicht? Und sie performt auch gut. Mackenzie ist hier, die ein bisschen, ja, ein bisschen scheu vor der Kamera jetzt ist. Aber Brandy Rhodes hat ein bisschen was anzukündigen. Und zwar sagt sie, wir werden dieses Match mit einem Warm-up für das Queens oder das Queen of Hearts Turnier starten. Denn wir werden ja ab nächster Woche, ich habe es ja schon angeteasert bei der letzten Dynamite beim Halloween Special, dass wir nach Full Gear mit unserem King of Hearts und Queen of Hearts Turnieren starten werden. Das heißt, in der nächsten Folge Dynamite geht es wieder um den World Cup. Da geht das Ganze los. 32 Frauen, 32 Männer. K.O.-Runde, ja, sofort die K.O.-Runde. Jedes Match musst du 100% konzentriert sein. Und in der nächsten Show werden wir bereits zwei Frauen- und zwei Männer-Matches sehen aus dem Turnier. Und am Ende von Dynamite und Rampage werden wir uns natürlich auch die kompletten Turnierbäume angucken, denn noch wissen wir ja gar nicht mal eine einzige Person kennen wir, die dabei ist. Und ja, Brandy Rhodes sagt einfach, wir haben bald, oder das nächste große Ding nach Full Gear ist, bevor wir zu Killing the Business kommen, ist erstmal Heels 4. Ja, der reine Frauen-Pay-Per-View wird die vierte Auflage bekommen und dann startet auch noch das Queen of Hearts Turnier nächste Woche und das bedeutet, wir bringen die vier der besten Frauen jetzt im Opener in einem Four-Way-Match. Und das eröffnet dann hoffentlich matchtechnisch diesen Pay-Per-View. Segmenttechnisch, ich glaube, es wird noch ein bisschen was Besseres kommen. Also ich bin da sehr optimistisch, aber das ist natürlich kein guter Start. Aber ey, wenn der Start schlecht ist, dann kann es ja nur besser werden. Wir starten in unseren Opener, Four-Way Women's Action und das ist direkt mal ein Banger-Match, 83, extrem stark. Wir haben Thunder Rosa mit einer 81, Hikaru Shida mit einer 82, Julia mit einer 89 und Serena Deeb mit 82 und Hikaru Shida ist nicht mal gut drauf und ist trotzdem nicht die schlechteste, weil sie einfach hervorragend ist. Also Rosa, Shida, Julia und Deeb in einem Four-Way-Match und sie bekommen lange Zeit. 15 Minuten, also 14 Minuten 58 geht das ganze Match. Ein richtig guter Opener. Vor allem, das Publikum ist ja voll da. So, das Publikum hat erstmal Bock auf diesen Pay-Per-View. Und das heißt, das Publikum wird dieses Match natürlich auch mit Argusaugen verfolgen. Und sie bekommen hier ein Top-Match geboten. Ich sag ganz ehrlich, das ist nicht nur Pay-Per-View-würdig. Das ist ein irrer Opener mit einer 83. Also die Messlatte liegt jetzt schon immens hoch für den Rest der Matches, weil 83 kriegst du nicht so leicht geblockt. Ja, also was heißt geblockt? Getoppt wollte ich eigentlich sagen. Kriegst du nicht so leicht getoppt und das muss man erstmal schaffen. Also da sind die anderen jetzt aber im Zugzwang. In diesem hervorragenden Match kann sich am Ende Julia durchsetzen, nachdem sie Thunder Rosa ihren Diving Crossbody verpasst und damit gewinnt die einzige Dame, die einem Stable angehört, ja, den Bullet Club nämlich, und Julia holt sich den Sieg. Ein komplett faires Match, alles so wie es sein muss, ein traumhafter Start in diesen Pay-Per-View. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Segment und da sind wir im Backstage-Bereich und das ist eine 89, das ist doch mal, jetzt kommt der Pay-Per-View in Schwung. Das ist ein Segment, womit ich leben kann. Das ist ein Segment, was auf jeden Fall das Eröffnungssegment ausgleicht. Und wir haben Bryan Danielson, der beim Catering ist. Ja, er nimmt sich da ein bisschen was zu essen. Ja, was Gesundes, irgendwas, so Salat und sowas. Ganz gemütlich, ist nicht mal in Wrestling-Klamotten, sondern auch in Straßenklamotten. Man weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Match hat. Ja, weil Wrestler sind nun mal auch anwesend. Es gibt auch immer Ersatzwrestler hinter den Kulissen, falls sich jemand verletzt. Ja, kann ja immer mal passieren oder jemand schafft es nicht zur Veranstaltung, weil Auto ist kaputt oder irgendwas ist passiert und deswegen sind immer deutlich mehr Wrestler anwesend, auch wenn sie gar nicht benötigt werden. Und das scheint tatsächlich bei Bryan Danielson der Fall zu sein und
Er denkt halt an nichts, nimmt sich ein paar Snacks und dann kommt Team Taz in Form von Miro, Will Hobbs und Brian Cage. Und die kommen nicht einfach so, die kommen mit Stühlen und schlagen Bryan Danielson, der sich gerade was zu essen nimmt, hinterrücks nieder und prügeln mit den Stühlen auf ihn ein und nicht zu knapp. Als ist es nicht nur ein Schlag und der ist am Boden und dann machen sie sich ein bisschen lustig. Nein, sie dreschen weiter mit den Stühlen ein. Jeder von denen schlägt locker 5-6 Mal zu und Danielson ist natürlich komplett K.O. Der liegt da, der bewegt sich zwar noch, er ist nicht bewusstlos, aber da kommt keine Gegenwehr. Und die Dame hinter der Theke ist längst geflüchtet, als das passiert ist, in Sicherheit. Auch die anderen, da sind ja nicht nur Wrestler, da sind auch ein paar einzelne Wrestler. Wir sehen zum Beispiel Nakazawa, der da rumläuft, Cutler, Peter Avalon. Ja, so ein paar aus der Jobber-Fraktion sind dabei. Wir sehen aber auch Sammy Guevara hinten, der sich das Ganze aus der Ferne anguckt, aber natürlich nicht eingreift, warum sollte er auch? Die gucken sich das Ganze an, aber da ist natürlich auch Backstage-Stuff unterwegs, die natürlich auch direkt das Weite suchen. Und ja, die haben erstmal das Catering für die meisten Gäste gecrashed und vor allem für Bryan Danielson. Und Taz ist natürlich auch dabei und sagt sowas wie, niemand entkommt Team Taz. Mehr ist aber nicht seine Aufgabe, ansonsten, deswegen ist er hier auch nicht zu sehen. Nur aus dem Hintergrund ruft er das einmal Richtung Bryan Danielson, der ja einmal geflüchtet ist. Als er Brian Cage besiegt hat, ist er ja abgehauen und er hat gesagt, also Taz hat ihn ja gewarnt, besser du kommst nicht zu Full Gear, lass dich dort besser nicht blicken. Naja, er hat sich blicken lassen und Team Taz ist einfach im Moment so drauf, die kennen keine Skrupel mehr. Die sind absolut rücksichtslos, haben Moxley, um es mal überspitzt auszudrücken, geschlachtet im Ring. Haben Jericho fertig gemacht, von dem man seitdem auch nichts mehr gesehen hat. Ja, Moxley seit 3 Wochen nichts mehr gesehen. Von Chris Jericho seit 2 Wochen nichts mehr gesehen. Sind alle angeschlagen und können nicht antreten, haben auch keine In-Ring-Freigabe. Und das ist alles Team Taz seine Schuld. Und Bryan Danielson scheint jetzt einfach das nächste Opfer zu sein, was sie sich ausgepickt haben. 89er-Segment, sehr, sehr gut. Und wir machen weiter mit In-Ring-Action. Und zwar mit einem sehr starken Tag-Team-Match. FTR gegen die Hardy Boys. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht groß aufgebaut worden von mir. Aber es ist auch einfach ein kleines Dream-Match. In Real Life kommt immer auf Jeff Hardys Verfassung an, aber hier ist es natürlich ein Dream Match und mit einer 81 ist es auch einfach ein sehr, 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 sehr starkes Tag Team Match. Wir haben Dax Harwood mit einer 85, Cash Wheeler 81, Matt Hardy 87, Jeff Hardy 93. Der Typ ist aber auch wirklich ein Performance-Gigant in diesem Spiel. Beide Teams mit exzellenter Chemie, also beide Teams kennen sich natürlich in- und auswendig. Bret Hart macht guten Job an der Ringseite, der ist natürlich der Manager von FTR. Und Dax Harwood und Bret Hart haben passen halt einfach sehr gut zusammen. Während FTR am Ende mit dem Goodnight Express Matt Hardy ausschalten können und nach auch fast 15 Minuten den Sieg holen. Also FTR mit einem Riesenerfolg hier bei Full Gear und ein sehr, sehr gutes Match noch dazu. Und für mich persönlich auch ein kleines Dream Match, was wir, glaube ich, in Real Life nicht gesehen haben, oder? Gab's die Paarung? FTR gegen die Hardy Boys? Ich glaube nämlich nicht. Zum Glück gab es noch die Young Bucks gegen die Hardy Boys. Wenigstens das Match hat man uns gegönnt, bevor Jeff dann weg war. Ich muss auch sagen, All Elite Wrestling hat nicht immer Glück bei den Personalien, die sie verpflichtet haben. Sie haben zwar sehr viele verpflichtet, aber wenn man mal ein bisschen zurückguckt, jetzt aufs Real Life, Jeff Hardy ab in die Klinik, war abzusehen. So, es war doch abzusehen, dass irgendwas passiert. Als wäre der jemals länger als ein halbes Jahr ohne irgendwelche Skandale. Also 100% abzusehen. Ob der jemals wiederkommt, weiß auch niemand. Ja, ich hoffe, sie bekommen noch eine Actionfigur, damit ich die Hardy Boys als All Elite Wrestling Figur haben kann. Aber ansonsten, was soll ich sagen? Wie gesagt, abzusehen. Dann suspendieren sie die Elite. Dumme Entscheidung. CM Punk haben sie sich auch Dreck ins Haus geholt.
Auch das, ganz ehrlich, ja, so geil das Comeback auch war, so mir persönlich ist es scheißegal, aber das Comeback war halt schon geil einfach. Der Moment, wo CM Punk kam, war einfach geil, aber ganz ehrlich, so hat es sich gelohnt? Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Für den Moment und für die Geschichtsbücher auf jeden Fall. Aber das, was danach passiert ist, glaube ich eher nicht. Dann die Probleme mit MJF, die sich jetzt zum Glück gelöst haben. Ja, immer wieder Andrade, der jetzt Stress macht. Sammy, wo ständig irgendwas ist. Eddie Kingston, den man sogar suspendiert hat, der sich aber noch halbwegs, ne, einsichtig gezeigt hat. Ja, weiß ich nicht. Die haben schon... Also es kommt zumindest viel ans Licht, sagen wir mal so. Bei WWE wird es nicht anders aussehen. Ja, da wird es auch seine Gründe geben, warum man den ein oder anderen mal 2-3 Monate nicht sieht. Das ist nicht immer schlechtes Booking. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da auch die ein oder andere Backstage-Querele bei ist. Aber es kommt halt nicht ans Licht. So, es wird nicht viel anders sein. Trotzdem, naja, bisschen Real Talk in Sachen Real-Life-Wrestling. Aber wir machen weiter hier mit unserem Full Gear Pay-Per-View, damit wir nicht zu weit abschweifen. 81, ich bin auf jeden Fall zufrieden und wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und das ist eine Videobotschaft von einem Mann, den man kennt. Den man normalerweise von New Japan Pro Wrestling kennt, nämlich Kenta. Und das ist eine sehr kurze Videobotschaft und er sagt einfach nur: Kenny Omega ist der Cleaner, aber ich räume nächste Woche auf. Und dann endet schon die Videobotschaft. Was genau meint Kenta damit? Es ist eine Schalte aus Japan, selbstverständlich. Wir sehen hier natürlich, dass er das gut macht. Sein Gimmick, was er hier präsentiert, ist großartig. Also da freut mich natürlich, dass es gut ankommt. 78er Rating für Kenta im Alleingang in einem... ist es, glaube ich, sogar ein kürzeres, oder? Ist es ein, ne, ist ein 6-Minuten-Segment. Okay, in einem normalen Segment mit einer 78 habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre schlechter. Im unteren 70er, oberen 60er-Bereich habe ich sogar gedacht. Aber das ist echt sehr ordentlich. Und man weiß gar nicht, ist es eine Androhung an Kenny Omega, weil er ja gegen den Bullet Club jetzt ist? Oder meint Kenta irgendwas anderes, womit er aufräumt? Auf jeden Fall teasert er seine Ankunft bei Dynamite nächste Woche. Kann man mal machen. Der gute Kenta. Kann man mal machen. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was Kenta uns sagen wird oder was er vorhat nächste Woche. Aber wir sind erstmal in dieser Woche. Das hier ist die Zukunft. Wir machen weiter mit der Gegenwart und mit dem nächsten Match. Und zwar Tag Team Action bei den Damen diesmal. Und es geht auch um den Women's Tag Team Title. Honor Bugesha, Kana und Kairi Hojo gegen Lacey von Eric und Paige Van Zandt. Die beiden haben sich die Chance verdient, aufgrund dessen, dass sie sehr viele Tag Team Matches gewonnen haben einfach. Durch Leistung haben sie sich also verdient. Ein sehr starkes 80er Match. Also ich bin begeistert von unserer Matchqualität. Die ist ja absolut Zucker. Das erste Segment blenden wir mal aus. Die anderen Segmente waren richtig stark bis überraschend gut. Und die Matches waren durch die Bank weg top. Minimum 80. Das ist das schwächste Match und es ist eine 80. Also echt stark. Wir haben Kana mit einer 92, Hojo mit einer 85, Van Zandt mit einer 79 und Lacey von Eric mit einer 80. Insgesamt geht die 80 hier wahrscheinlich in Ordnung, es hätte aber auch ein bisschen mehr sein können. Alleine Kanas Performance war ja schon überragend. Und es ist die 5. Titelverteidigung von Honor Bugesha und sie schaffen diese Titelverteidigung auch. Kairi Hojo mit dem Diving Elbow am Ende gegen Paige Van Zandt. Und ja, die 5. Titelverteidigung ist damit komplett. Aber es ist ein gutes Match gewesen. 11 Minuten 31, sie haben lange durchgehalten. Am Ende... Honor Bugesha sind einfach eine Macht. Kairi Sane hätte ich fast gesagt. Kairi Hojo und Kana. Das sind halt, die besiegst du halt auch nicht so leicht. Und sie haben es bis jetzt mit jedem aufgenommen. Und auch mit Lacey von Eric und Paige Van Zandt. Brittany Knight, die Managerin. Ja, Saraya. Vielleicht nenne ich sie auch Saraya. Ich glaube, es ist besser.
wenn ihr das Projekt guckt, wenn ich Saraya sage und wenn ich sie umbenenne, da sie ja so bei All Elite Wrestling auch wirklich heißt, als ihr echter Name, Brittany Knight, ist vielleicht nicht so gängig. Deswegen, ich denke, ich werde sie umbenennen. Die tröstet auf jeden Fall, die beiden. Lacey von Eric ja sowieso, da sie ja ihre Managerin ist. Aber Paige VanZant, sie hat ja gesagt, eine Allianz muss nicht bedeuten, dass man auch in einem Stable sein muss. Und Brittany Knight noch betreut natürlich auch Paige VanZant so ein bisschen, wenn auch nicht als ihre Mentorin. Aber hier kam der Shot vielleicht noch ein bisschen zu früh. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und das ist eine wunderschöne 100. Denn Ethan Page ist da und er fordert erneut Ace Austin zu einem TNT Title Match heraus. Wir wissen ja alle, was in Kanada passiert ist. Das große Match von Ethan Page in der Heimat. Er wollte ja unbedingt den Titel gewinnen und ist kläglich, kläglich war es nicht, aber er ist gescheitert und hat es nicht geschafft in seiner Heimat und jetzt möchte er ein Rematch, er möchte eine weitere Chance und genau das lehnt Ace Austin eiskalt hier bei Full Gear ab. Das Publikum buht natürlich, sie hätten sehr gerne dieses Match gesehen und es ist ein 100er Segment, die sind also auch beide extrem over beim Publikum, aber Ace Austin sagt, ey, du hast gegen mich verloren und ganz ehrlich, du bist ganz hinten in der Reihe. Du musst dir diese Chance erst wieder erarbeiten. Du musst sie dir verdienen. In Kanada hast du sie ja quasi geschenkt bekommen, weil du aus Kanada kommst, weil es deine Heimat ist und man dir damit ein Geschenk gemacht hat. Nicht, weil du besonders gut warst. Ja, ich meine, du hast deinen Tag-Team-Partner, deinen langjährigen Tag-Team-Partner hintergangen, auf deine Landsleute gespuckt und jetzt willst du dafür auch noch belohnt werden? Hau ab! Sagt er, verpiss dich! Mach dich vom Acker. Aber ich möchte das Publikum ja nicht enttäuschen. Ich will ja einfach nur dich enttäuschen. Und deswegen wird es stattdessen eine Open Challenge geben. Und zwar jetzt sofort, nur für dich nicht. Und Ethan Page ist natürlich stocksauer und nimmt sich aber provokant einen Stuhl und setzt sich außerhalb des Rings hin und sagt, dass er sich dieses Match doch aus nächster Nähe angucken möchte und macht dann, deutet so an, so nach dem Motto, ich hab dich im Blick in diesem Match. Was natürlich für Ace Austin eine Ablenkung bedeuten könnte, denn Ethan Page ist die ganze Zeit im Nacken und wer weiß, ob der eingreift. Und ja, es dauert auch gar nicht so lange, bis wir die Musik hören und zumindest All Elite Wrestling Zuschauer kennen diese Musik, auch wenn er bei uns noch gar nicht unter Vertrag ist. Denn Ricky Starks kommt zum Ring. Der gute Mann ist nämlich bei der NWA unter Vertrag. Wir sind aber sehr gut befreundet mit der NWA. Und deswegen kann Ricky Starks hier diesen Shot, den Ace Austin hier ausspricht, annehmen. Und er nimmt das Ganze auch wahr. Und wir sehen ein 86er Segment Ricky Starks. Also auch, das ist schmälert das Segment jetzt hier nicht wirklich. Ein Trio-Segment ist natürlich immer ein bisschen ja, ist davon weniger geschützt, dass das Rating ein bisschen abfällt, weil die Chance höher ist, dass halt einer ein bisschen verkackt. Die beiden haben halt einen 100er geschafft. 86 ist immer noch stark. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Ricky Starks hat seine Chance gegen Ace Austin in einem 82er-Match. Das ist hervorragend. Oh mein Gott, ich war mir sicher, dass Ricky Starks nicht so gut performen wird, weil er bei der NWA ist. Aber Junge, was hat die NWA denn bitte für einen krass guten Wrestler? Und er hat nur einen Handshake-Deal. Also, wir könnten mal richtig reingrätschen, aber dann würden wir es uns halt mit der NWA komplett verscherzen und dann ist eine Zusammenarbeit über Jahre nicht mehr möglich. Ja, ich glaube, wenn du eine Liga betrügst, dann ist sie ja erstmal im Krieg mit dir. Und das dauert schon ewig. Und dann das wieder zu glätten, ich glaube, in-game bräuchte man locker 3 Jahre. Bin ich mir ziemlich sicher, das ist richtig lang. Und da das in Echtzeit abläuft, würde das halt auch 3 Jahre dauern, bis wir wieder mit der NWA auf Kuschelkurs gehen können. Und ob das dann klappt, ist immer noch fraglich. Deswegen, ja, solange der bei denen ist, kann ich ihn halt nicht klauen. Es gibt halt ein Agreement, was wir getroffen haben, dass wir uns keine Talente gegenseitig klauen.
Und wenn ich das dann doch mache, dann ist es natürlich eine Kriegserklärung. Ricky Starks 81 ist fantastisch, Ace Austin 89 ist sogar noch ein bisschen besser. 82er Gesamtrating, richtig stark, fast 15 Minuten geht's los. Ethan Page greift nicht ein, es ist also ein faires Match. Und mit dem Fold besiegt Ace Austin am Ende Ricky Starks und schafft seine vierte TNT-Title-Verteidigung. Großartiges Match der beiden. Einfach ein großartiges Match. Und naja, wir haben gesagt, Ethan Page, ja, der hat sich rausgehalten, aber hier sehen wir es, er hält sich nicht ans Skript, sondern er geht in den Ring und attackiert erstmal Austin Gunn, der gerade, Austin Gunn sage ich schon, Ace Austin. Es gibt zu viele Austins bei uns in der Liga. Ace Austin wird erstmal niedergeclotheslined in den Nacken. Ja, dass der schon mal ausgenockt ist und danach geht es noch auf den sowieso schon erschöpften Ricky Starks los, den er dann auch noch angreift. Er macht hier beide platt. Nach einem 15-Minuten-Match ist das jetzt auch keine große Sache. Vor allem, wenn man Ace Austin hinterrücks attackiert und dann auf den angeschlagenen Starks losgeht. 91er-Segment, nochmal ein richtig starkes Segment. Also die drei, beziehungsweise Ethan Page und Ace Austin sogar dreimal, haben hier einfach super gut abgeliefert. Ricky Starks improvisiert gut, hat aber, sein Gimmick ist nicht so geil. Ja gut, das müssen wir uns jetzt nicht notieren, das ist Sache von NWA und nicht unsere Sache. Ansonsten ist das hier einfach ein rundum gelungenes Gesamtprojekt mit dem TNT-Title gewesen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Mit Trios-Action. Und auch diese Trios-Action mit einer 82er Rating-Performance im Gesamtrating. Team Taz gegen den Lucha Underground. Ja, Tony Khan hat sie ja bestellt. Sie konnten den Angriff auf Bryan Danielson trotzdem nicht verhindern, denn der hat vorher noch stattgefunden. Aber wir haben Trios-Action. Team Taz, Brian Cage, Miro und Will Hobbs gegen Mil Muertes, Will Ospreay und Prince Puma. Will Hobbs eine 80, Miro eine 79, Brian Cage eine 76, was ist denn mit Brian Cage los? Also Team Taz insgesamt gar nicht mal so geil performt, obwohl es hier gar keinen Grund gibt, warum das nicht so stark war. Prince Puma 94, Will Ospreay 91 und Mil Muertes 78. Alles in allem eine super Performance von Lucha Underground, von Team Taz. Eine ordentliche Performance, aber mit Luft nach oben. Und am Ende gewinnt Team Taz dieses Match. Miro bringt Prince Puma mit dem Accolade zur Aufgabe. Game over, würde ich sagen. Und Team Taz fährt diesen Trios-Sieg ein. Und jetzt sind sie langsam auch in einer Position, wo Tony Khan sagen muss, ey, es sind zwar Arschlöcher, die meine Stars verletzen, aber das ist ein fairer Sieg gegen den Lucha Underground, den Tony Khan extra angeheuert hat, um sie aufzuhalten. Aber sie sind aktuell unstoppable. Unstoppable, und das verkündet Taz dann auch noch im folgenden Segment. Also bei den Segmenten ist auch sehr viel rot. Gefällt mir gar nicht. Auch einiges grün natürlich. Zwei Catchphrases und so. 79er Segment. Ich glaube, es ist noch so gerade durch die grünen Boni ein bisschen gerettet worden, dieses Segment. Was so ein kleines bisschen auch abfällt, aber nicht so schlimm, denn Taz sagt, ihr seid nur Tony Khans Lakaien, die gescheitert sind bei der Drecksarbeit. Und sagt dann, ey, kommt Jungs, ihr habt den Job perfekt erledigt, Bryan Danielson ist aus dem Weg geräumt, Lucha Underground hat eine Lektion bekommen und ihr Maul gestopft bekommen. Wir sind hier fertig. Und dann gehen sie auch, während Katrina jetzt erstmal natürlich Schadensbegrenzung betreiben muss und die Scherbenhaufen wieder zusammenkehren muss. Denn mit dieser Niederlage hat natürlich auch Katrina nicht gerechnet. Das war bitter. Die hat gesessen für den Lucha Underground und die katapultiert Team Taz plötzlich wieder in ganz andere Sphären. So schnell kann es gehen bei einem Pay-Per-View. Das Match war fantastisch, das Segment war okay und ich würde sagen, weiter geht's. Und zwar unser Tag-Team-Titel-Match, und auch das ist eine 82. Kein Match toppt bis jetzt unseren Opener, aber
alle Matches mindestens 80, auch das Tag Team Titel Match. Und da haben wir Sting mit einer 81, Darby Allin mit einer starken 92, Nick Jackson unfassbare 98, Matt Jackson crazy 94. 82er Gesamtrating ist eigentlich viel zu wenig, um ehrlich zu sein. Also hier hätte es auch die 83 sein können, oder? Ich meine 94, 98, 92 und eine 81, die für Sting natürlich auch extrem stark ist. Der Mann ist 63, come on. Ja, also es ist richtig, richtig gut. Und wir sehen ja auch ein unfassbar gutes Match. Auch 15 Minuten, also da muss auch Sting konditionell an seine Grenzen gehen. Und wir sehen hier, dass, was sehen wir eigentlich? Wir sehen, dass während des Matches auf jeden Fall Pagano Nick Jackson attackiert hat. Das ist natürlich eine kleine Schweinerei, die passiert ist, aber es ist nichts Ausschlaggebendes gewesen. Es war halt einfach eine unfaire Aktion von Pagano, der mal kurz eingegriffen hat, aber diese Aktion führte nicht zum Sieg. Der Coffin Drop allerdings, der Coffin Drop führte zum Sieg. Darby Allin pinnt nach dem Coffin Drop Nick Jackson und damit haben wir neue Tag Team Champions. Darby Allin und The Icon Sting sichern sich Tag Team Gold. New AEW Tag Team Champions. Sting war hier das schwache Glied in der Kette. Ich glaube, das überblende ich einfach. Das seht ihr nicht. Natürlich nicht. Ja. Sting war das schwache Glied in der Kette. Aber ey, wenn du mit einer 81er Performance das schwache Glied bist, dann kann ich damit auf jeden Fall leben. Und der Stinger holt seinen ersten Titel hier bei All Elite Wrestling und es ist Tag Team Gold, aber nach diesem Riesenerfolg, muss man einfach mal sagen, auch für Darby Allin, der ja jetzt auch Gold trägt, gibt es noch ein Segment und zwar ein sehr gutes 88er Segment und da kommt auch der kleine Übeltäter Pagano, der da sich eingemischt hat, kommt zum Ring. Psycho und Murder Clown kommen natürlich auch zum Ring und ja, die Los Psycho Circus machen Sting und Darby Allin den Titel fest um die Hüften und dann präsentieren sie sich. Alle fünf Mann tragen Gold beim Psycho Circus und ich würde sagen, da jedes Mitglied Gold trägt, ist der Psycho Circus aktuell wahrscheinlich das erfolgreichste Stable, was wir hier haben. Und Sting spricht auch noch zu Darby Allin und sagt, ich hatte dir gesagt, der TNT-Title ist nicht dein Fokus. Und dann packt er ihn so auf die Schulter, wie der Mentor es bei seinem Schüler nun einmal macht. Ja, der Schüler und sein Sensei. Und er sagt ihm, das hier ist unser Lohn. Und dann zeigt er aber auch auf die Trios-Champions und auf die Gürtel. Und es sind einfach fünf Titel. Natürlich, eigentlich sind es nur zwei Titel, aber insgesamt fünf Gürtel. Ist natürlich auch ein episches Bild, sie so im Ring zu sehen. 88er Performance, da hat es sich doch ausgezahlt. Deswegen auch die vielen Tag Team Matches mit Sting und Darby. Ja, die sogar letzte Woche noch Private Party besiegen konnten im Tag Team. Und die haben sich auch genauso wie das mit Paige VanZant und Lacey von Eric war, durch Leistung haben sie sich einfach diesen Title Shot verdient und sie konnten hier bei Full Gear den Titelwechsel erzwingen, auch wenn es nicht so 100% sauber war durch das Eingreifen, aber am Ende ist es trotzdem ein verdienter Erfolg. Wir machen weiter mit unserem nächsten Match und auch das ist ein Titelmatch, nämlich Women's Title Action und wir sehen das erste Match, was die 80 nicht erreicht hat. Eine 79, ganz, ganz knapp unter 80. Es geht um das höchste Gold der Damendivision. Killer Kelly mit einer 82, die frisch gebackene Championess. Und Athena, die den Vorzug vor Tessa Blanchard erhalten hat, mit einer 75er Performance. Das ist okay, aber insgesamt kann ich schon verstehen, dass es keine 80 geschafft hat. Athena hätte ein bisschen besser performen müssen, aber am Ende ist es auch so, dass sie zur Aufgabe gebracht wird. Nach 14 Minuten und 31 Sekunden, Killer Kelly also, verteidigt den Titel gegen Athena und bleibt
Championess, die dritte Titelverteidigung von Kelly. Und die nächste in der Pipeline ist Tessa Blanchard. Und die sehen wir hier. Die kommt nämlich zum Ring und ja, präsentiert sich und zeigt auch, sie ist die nächste, die sich den Titel schnappen will. Ja, Athena war ein großer Fehler, sie vorzuziehen, denn ansonsten würde es schon eine neue Championess geben. Und dann sehen wir aber auch Rebecca Knox und Britt Baker von den Sisters of Dominance stellen sich auf die Rampe neben Tessa Blanchard. Und Tessa Blanchard geht zwar so einen Schritt zur Seite, dass ein bisschen Abstand zwischen denen herrscht, aber sie nicken sich zu, denn sie scheinen auf derselben Seite zu stehen. Tessa Blanchard aber kein Mitglied der Sisters of Dominance, während wir Julia im Publikum sehen, die sich diesmal aber zu Killer Kelly in den Ring stellt. Wir hatten ja schon mal die Szene, wo Julia dann fast rausgekommen wäre oder aber an der Rampe stehen geblieben ist und Killer Kelly nicht geholfen hat. Diesmal stellt sie sich zu ihr in den Ring, zu der Frau, die es geschafft hat, Julia zu entthronen nach einem unfassbaren Titelrun, den wir so in der Form auch wahrscheinlich nicht mehr so schnell sehen werden, egal bei welchem Titel. Das war sehr, sehr souverän. Und jetzt haben wir Killer Kelly und die gute Julia gegen Rebecca Knox, Tessa Blanchard und Britt Baker. Ja, also Julia und Killer Kelly im Ring und die anderen drei natürlich auf der Rampe. Aber von hinten aus dem Publikum kommt nicht nur Julia, denn auch Nyla Rose und Jade Cargill schleichen sich an, schleichen in den Ring, geben sich wirklich Mühe, dass der nicht wackelt und die kriegen es eh nicht mit, sie sind abgelenkt von den anderen und dann gibt es die Attacke vom Portrait of Destruction. Nyla Rose und Jade Cargill prügeln Killer Kelly und Julia nieder, während die Sisters of Dominance lachend wieder in den Backstage-Bereich verschwinden. Ist ihnen ja egal, die Drecksarbeit wird ja schon erledigt von Rose und Cargill. Tessa Blanchard allerdings genießt das ganze Schauspiel noch eine Weile länger und geht dann natürlich anschließend auch in den Backstage-Bereich, als das Ganze vorbei ist, als sie das Ganze genug ausgekostet hat. Also hier sehr, sehr dreckig, aber 91er-Segment ist natürlich absolut fantastisch und wir nähern uns unserem Main-Event. Aber zuvor sehen wir uns natürlich noch das Handicap-Match The Government gegen den Bullet Club an. Und das ist das beste Match des Abends bis jetzt. Eine 85, das toppt natürlich nochmal alles. Kenny Omega und AJ Styles als The Government gegen den Bullet Club, Adam Cole, Adam Page und Jay White. Wir haben einmal hier AJ Styles, 90. Kenny Omega, 97. Jay White, 87. Adam Page, 83, fällt ein bisschen ab. Und Adam Cole, 95, insgesamt 85. Fantastisches Match und es ist natürlich ein Handicap-Match, aber wir wissen auch, wie gut Omega und AJ Styles sind. Die können schon sehr, sehr lange den fehlenden Mann ersetzen. Ja, also sie können ihn vergessen machen, aber natürlich auch nicht über das komplette Match. Es gibt Phasen, wo Omega und AJ Styles am Drücker sind. Es gibt aber natürlich auch immer wieder, da sie auch einer mehr sind, Phasen, wo der Bullet Club deutlich überlegen ist. Und alles in allem sehen wir hier trotzdem ein ausgeglichenes, ein spannendes Match, wo es auch kurz davor war, dass The Government hier gewinnt. Im letzten Moment kann aber der One-Winged Angel verhindert werden. Und in diesem Tohuwabohu gibt es dann den Last Shot von Adam Cole gegen AJ Styles. Omega kann nicht mehr eingreifen und der Bullet Club gewinnt dieses Handicap-Match. Es wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, würde der Bullet Club hier in Überzahl das Match verlieren. Es sah kurzzeitig mal danach aus. Omega und AJ Styles haben das sehr, sehr gut gemacht, aber am Ende war es dann doch, die Übermacht war zu groß, denn wir haben natürlich auch auf der anderen Seite absolute Major-Stars. Die lassen sich nicht an der Nase herumführen und irgendwann macht es sich nun mal bemerkbar, dass da ein Mann fehlt. Ja, der Frische reinbringt, der Kondition reinbringt, der Kraft reinbringt. Das mussten die jetzt alles auf zwei Schultern verteilen. Und, ne, auf vier Schultern, um genau zu sein, mussten sie das Steiner Math war das jetzt. Steiner Math von Scott.
auf 4 Schultern natürlich verteilen, während die anderen 6 Schultern zur Verfügung hat. Also, 85er Match ist natürlich trotzdem absolut fantastisch und unser nächstes Match wird der Main Event. Aber bevor wir in den Main Event gehen, haben wir noch ein bisschen exklusives Bildmaterial aus dem Backstage-Bereich. Es ist ein Handyvideo, was uns zugespielt wurde, was wir uns jetzt angucken wollen. Und ja, wen sehen wir auf diesem Handyvideo? Auf diesen verwackelten Bildern, die uns hier präsentiert werden? Wir sehen Paul Heyman höchst persönlich. Und er scheint mit Khan zu verhandeln. Man sieht sie nicht, man sieht nur, dass es so um die Ecke gefilmt ist, sehr, sehr wackelig. Und auch immer wieder unscharf, ja, also der Autofokus von diesem Handy funktioniert nicht richtig. Wir wissen nicht mal, von wem dieses Video kommt, aber wir sehen, dass dieses Video auch ab und zu mal zur Seite filmt und dann dort der Name Lucas Oil Stadium steht. Und unsere Veranstaltung ist im Lucas Oil Stadium. Also diese Verhandlung und diese Bilder sind kürzlich hier aufgenommen worden. Tony Khan und Paul Heyman treffen sich. Das ist eine 94, das ist natürlich absolut fantastisch. Er macht einen meisterhaften Job, wenn er improvisiert und mit der Interaktion der Crowd, obwohl er gar nicht vor der Crowd ist. Er hat ein adäquates Gimmick, also mittelmäßiges Gimmick, Paul Heyman. Und Tony Khan hat hier Probleme in diesem Segment. Ist ja auch scheißegal, es ist eine 94, was juckt's uns? Aber wir sehen Paul Heyman. Und das kann vieles bedeuten. Das kann auf einiges hindeuten. Wir lassen mal die Spekulationen ihren Lauf nehmen. Aber das ist natürlich eine Hausnummer, dass Paul Heyman bei All Elite Wrestling auftaucht. Und jetzt haben wir noch unseren krönenden Main Event. Und das ist auch ein krönender Main Event. Eine 88. Das beste Match des Abends ist der Main Event. Es gab insgesamt nur 2 Matches, die den Opener toppen konnten. Und das war, ja, der Co-Main Event und der Main Event. Und wir sehen die Performances. Malakai Black, unser Champion, mit einer 94. Mega gut. Dann sehen wir MJF mit einer 90. Nicht weniger gut. Ein fantastisches Match und wir sehen, das ging über 20 Minuten. Also richtig gutes Wrestling hier in diesem Match. Und wir sehen, MJF wird neuer All Elite Wrestling World Champion, denn er besiegt Malakai Black nach einem Tiefschlag. Ja, wir sehen nämlich hier Underhanded Tactics. Tiefschlag gegen Malakai Black. Der Referee hat's nicht gesehen. Dann gibt es das Cover und Malakai Black kann sich nicht befreien. Und das ist der Titelwechsel. Das höchste Gold wechselt so dreckig wie möglich den Besitzer. Und der neue Besitzer ist Maxwell Jacob Friedman. Und was ein bisschen verwundert, MJF hat während des ganzen Matches immer mal wieder unfaire Sachen gemacht. Ja, mal in die Augen gestochen, ja, in den Haaren gezogen, auch mal die ein oder andere den Aufgabegriff mal ins Seil gegriffen und den Hebel verstärkt. Ja, also solche Sachen, auch mal die Beine aufs Seil gelegt, um den Sieg zu holen. Ist er aber gar nicht mit durchgekommen und niemand hat eingegriffen vom House of Black. Also, sie haben einfach zugeguckt und ja, nichts getan. Einfach nichts getan. Und naja, wir sehen hier, warum nichts getan wurde. Denn hier haben wir Jeff Cobb, Lance Archer, Bad Bones und Cody Hall. Die Leute, die einen Anruf bekommen haben, sind im Backstage-Bereich und wir sehen, wie diese 4 Leute die Umkleide vom House of Black verbarrikadieren, versperren, sich dagegen lehnen. Sie haben ein Sofa davor gestellt. Sitzen auf dem Sofa. Da ist kein Rauskommen aus dieser Umkleide. Jay Briscoe, Mark Briscoe und Brody King sind dort eingesperrt. Und deswegen konnte auch niemand eingreifen. Und deswegen gewinnt MJF so dreckig das Match. Deswegen konnte er auch dieses Match so dreckig führen. Es ist auch während des Matches den Fans aufgefallen, dass schon sehr viele unfaire Sachen dabei sind. Aber nichts passiert, kein House of Black. Wo ist die Unterstützung, dass mal jemand dem Ringrichter sagt, ey,
mach mal die Augen auf, MJF bescheißt die ganze Zeit. Jetzt wissen wir, was passiert ist und jetzt wissen wir auch, was es mit den Anrufen auf sich hatte. Natürlich musste MJF dafür sorgen, dass das House of Black nicht eingreifen kann. Und das hat er getan. Die Mercenaries, Cobb und Archer, haben sich zu den Lakaien von MJF machen lassen. Aber sie sehen nicht unglücklich aus, ja. Sie machen sich ein bisschen da über das House of Black lustig, witzeln darüber. Und das während Malakai Black das höchste Gold der Liga verliert. Im Ring zurück haben wir dann noch ein 100er-Segment. Malakai rappelt sich gerade nach dem Tiefschlag wieder auf. Und MJF holt einen Schlagring raus und knockt Malakai eiskalt aus. One Punch Max. Und ja, niemand kommt zur Hilfe. Natürlich. Und mit diesen Bildern und den grinsenden Devil Worshipper, unseren neuen All Elite Wrestling World Champion, endet Full Gear mit einem 100er Segment. Ich bin sehr froh. Ich glaube, es wird eine sehr gute Show sein. Wir finishen das Ganze. Kaboom. Und es ist eine 90. Ich glaube, es ist sogar besser, als ich erwartet hatte. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht so, ja, 87, 88 insgesamt, bevor ich angefangen habe, natürlich aufzunehmen, ne? Dachte ich mir so im Vorfeld, wenn ich auf die Card geguckt habe und so, dachte ich, ja, da sind vielleicht nicht alle Matches werden zünden. Aber Leute, diese 90 ist sowas von großartig. In 34 Regionen verbessern wir uns. In Kanada, Großbritannien und Japan können wir nicht weiter aufsteigen. Ist aber nicht so schlimm. In 34 Regionen haben wir uns verbessert mit einem sensationell starken Pay-Per-View. Gehen hier nochmal alles durch. Die Pre-Show war in Ordnung. Das Eröffnungssegment war furchtbar. Und alles, was danach kam, war durch die Bank weg stark. Ja, wir hatten Julia in 4-Way-Match. FTR gegen die Hardy Boys. So ein kleines Dream-Match. Dann das Women's Tag Team-Titel-Match. Das TNT Title Match mit Ricky Starks, das war so unfassbar stark, damit habe ich gar nicht gerechnet. Team Taz gegen Lucha Underground, Darby Allin und Sting sind neue Tag Team Champions. Killer Kelly gegen Athena, das einzig schwächere Match, und mit 79 von einem schwachen Match zu sprechen, ist natürlich auch irgendwie Blasphemie. Bullet Club gegen The Government, auch wenn es ein bisschen eine unfaire Konstellation war, mit einer 85 bärenstark. Und MJF gegen Malakai Black 88. Was will man mehr? Was will man mehr? Wir wollen auf jeden Fall die Speeches machen. Und da müssen wir mal gucken. Nick Jackson war nämlich überragend. Der wurde im April das letzte Mal gelobt. Oder? Ja, im April das letzte Mal gelobt. Ich würde schon sagen, dass das ziemlich fett war von Nick Jackson mit einer 98. Also von allen war das die beste Performance. Deswegen nehmen wir Nick Jackson rein. So, great Performance von Nick Jackson auf jeden Fall. Dann wäre er noch extrem stark. Kenny Omega war auf jeden Fall hammergut. Wann wurde Kenny Omega das letzte Mal gelobt? Oh, wirklich? Im Dezember letztes Jahr? For real? Im Dezember letztes Jahr? Okay, krass. Ja, dann gibt's da, glaube ich, nichts zu deuteln. Kenny Omega auf jeden Fall great performance. Und dann gucken wir mal, wen haben wir noch? Wer war denn noch so richtig stark? Ich glaube, Prince Puma, der war auch schon sehr, sehr gut. Darby Allin auch eine Spitzenleistung. 93 oder so hat er rausgeholt. Das war richtig geil. Könnte man auch nehmen. Malakai Black und MJF waren natürlich auch beide fantastisch. Wann wurden die denn... Ah, Malakai wurde erst beim letzten Pay-Per-View gelobt. Das können wir jetzt nicht unbedingt machen. AJ Styles natürlich fällt auch weg. Prince Puma fällt auch weg. Jeff Hardy eigentlich auch. Der war auch richtig stark. Wann haben wir Darby Allin mal gelobt? Ah, haben wir Darby Allin nicht gelobt? Gucken wir mal. Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick kein Darby Allin. Dann würde ich Darby Allin noch mitnehmen. Das ist doch in Ordnung. Darby Allin lange nicht gelobt.
Also auch hier great Performance. Ihr werdet gelobt. Nick Jackson darf sich freuen. Sein Bruder darf sich nie freuen, weil er immer ein bisschen schlechter ist. Kenny Omega natürlich auch und Darby Allin auch. Und ja, ich würde sagen, das war's eigentlich mit unserer Ausgabe von Full Gear und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich sage Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.